Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück in unserem Ron Review Channel. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen, liebe Leute. Ich habe euch versprochen, vor einigen Wochen ein iRacing Beginner Tutorial hochzuladen. Das möchte ich heute einlösen, dieses Versprechen. Aber bevor wir starten, ich muss mich bei euch bedanken. Ihr seht das hier auf meinem Monet. Wir haben die 1000 Abonnentenmarke überschritten. Für so einen kleinen Kanal wie meinen ist das natürlich so eine magische Marke. Ich bedanke mich bei euch. Ihr habt den Kanal so weit gepusht und das motiviert auch weiterzumachen. Wir bleiben dran. Ja, und was ich euch auch versprochen habe, ein kleines Giveaway gibt's von meiner Seite, das steht hier auf meinem Schreibtisch, die treuen Begleiter von euch, die wissen das auch, aber dazu, wie gesagt, in den nächsten paar Tagen ein kleines 1000 Abonnenten Special 1, von dem ihr alle auch etwas habt, da werde ich auf die Geschichte dieses Kanals, was ich so an Hardware hinter mir habe, damit ihr das Ganze einschätzen könnt, einen kleinen Ausblick geben und so weiter und so fort, lasst euch überraschen, was auf euch zukommt. Doch zurück jetzt zu iRacing, was euch in den nächsten Minuten erwartet. Die Zielgruppe für dieses Video, das sind Neueinsteiger für iRacing, so wie ich das auch war. Das habe ich für euch dokumentiert. Ihr könnt sicher viel mit diesem Video anfangen, wenn ihr überlegt oder bisher gezweifelt habt. Ist das mit dem Abo-Modell etwas für mich oder nicht? Soll ich das probieren, neben Project Cars, Race Room oder Assetto Corsa hier mit iRacing loszulegen? Wir kümmern uns um die Kosten, das werde ich für euch aufschlüsseln, wie das denn aussieht. Dann, wie sieht es mit der Installation aus, mit dem Content, wie läuft es ab mit den ersten Rennen, wie schaut es mit der Fairness auf den Strecken aus, was hat es mit dem Matchmaking auf sich, wie läuft es mit dem Rating ab, wie sieht es mit Lizenzen aus. Wir kümmern uns dann im Anschluss noch an Grafik und Sound, über das Force Feedback Performance und auch über die Langzeitmotivation möchte ich mit euch sprechen. Doch starten wir jetzt mit der Einrichtung, mit dem Kauf. Ich habe hier zugeschlagen bei einem Sale. Ja, ich empfehle euch alle paar Wochen danach zu sehen, ob es diverse Sales gibt. Ihr seht das hier auf meinem Screen. Ich habe da hier bei einem 50% off, das war rund um Halloween, zugeschlagen und mir so ein 3-Monats-Abo geholt. 16,50 $, da kommen die Tax, also die Steuer noch dazu und mit dem Euro-Dollar-Kurs könnte das gleiche dann in etwa mit um die 17 Euro für 3 Monate habe ich bezahlt. Dafür seid ihr normal 33 Euro los für ein 3-Monats-Package, aber achtet wie gesagt auf diverse Sales. Dann die Einrichtung selbst. Gelingt denkbar einfach. Ihr geht hier so einen Quick-Start-Guide durch, klickt euch da durch, da werdet ihr über alles nochmal informiert. Danach ladet ihr so einen Auto-Installer hier für Windows 284 MB war das herunter und diesen führt ihr dann aus. Und dann wird dieser Auto-Installer installiert und über diesen dann wird quasi das Rohkonstrukt des Spieles auf eurer Festplatte installiert. Das sind ein paar Gigabyte, mit denen kommt ihr dann aus. Vorteil für euch, ihr spart Festplattenplatz und erst wenn ihr nach und nach Content kauft, wird dieser dann auf eurer Festplatte installiert. Anschließend könnt ihr euch direkt über die Homepage einloggen. Ihr seht hier diese iRacing-Startmaske, wo ihr euer iRacing verwalten könnt, euren Account. Wichtig für euch ist dann, über diesen Update-Manager euer iRacing-Spiel und euren Content auf den neuesten Stand zu bringen. Klickt hierzu den Download-Button, aktiviert die entsprechenden Fahrzeuge und Strecken und ladet euch diese herunter. Im Anschluss dessen, wenn ihr das erledigt habt, seht ihr hier auf der iRacing.com-Startseite, über die ihr alles verwalten könnt, diesen Button iRacing Up-to-Date. Das heißt für euch nichts anderes als jetzt kann es losgehen und ihr seid ready to go, um auf die Strecken zu gehen. Das Ganze kann so aussehen, indem ihr über diverse Practice-Tests und so weiter hier könnt ihr diverse Fahrzeuge auf dem Track testen. Ihr wählt die Fahrzeuge aus über diverse Reiter, die habt ihr installiert bei mir im Package. Das muss ich euch noch sagen, waren 15 Fahrzeuge und einige Strecken dabei. Habt ihr dies erledigt, dann seid ihr ready to go, um Rennen zu fahren. Der einfachste Weg dorthin ist hier über diesen Official Races Button. Da klickt ihr dann drauf und euch wird sofort eine Auswahl an bereitstehenden Rennen angezeigt. Ihr seht das hier über diese grünen Lenkräder. Da seid ihr ready to register. Das heißt, hier könnt ihr direkt reinspringen. Ihr seht, es gibt diverse Strecken. Hier Rundkursrennen, Ovalrennen, es gibt Dirtrennen. Und über diese Timeline seht ihr dann genau, was am Start ist und was in Kürze folgen wird. Zusätzlich seht ihr über diesen Einkaufswagen-Button, das wären jetzt Rennen, die könntet ihr dann besuchen, wenn ihr den entsprechenden Content erwirbt. Da klickt ihr dann drauf, könnt diesen zu einem zufügen und dann entsprechend kaufen. Zu meinen ersten Rennen, ich blende euch das hier jetzt Overlay ein. Ich habe mein erstes Rennen in einem Dirt-Rennen bestritten. Davon rate ich euch ab. Schnappt euch zuerst zu Rundkursrennen, wo ihr euch besser an die Strecken gewöhnen könnt.
Ganz wichtig für euer Rating, iRacing nimmt euch da streng an der Hand. Wie sieht es denn aus mit euren Crashes, Drehen und so weiter? Da wäre es wichtig, wenn ihr mal safe unterwegs seid und entsprechend Runden absolviert und euer Rating verbessert. Dazu gehe ich später im Verlauf noch ein. Ich blende euch hier eine Startszene ein von meinem ersten Rundstreckenrennen. Beobachtete das in der ersten Kurve, wie das hier ablief. Und das ist keine KI, die hier auf vorgegebenen Linien ganz sauber und brav unterwegs ist. Das sind wirklich echte Gegner. Und ihr seht, wie hier am Start das alles abläuft. Sehr fair. Hier wird Platz gelassen, Abstand gelassen. Jeder versucht so zu fahren, als würde er beim Crash die Kosten für das Fahrzeug selbst übernehmen müssen. Das war sehr vorbildlich und für mich online so irgendwie eine neue Erfahrung. Außer ich war mit Kumpels in anderen Games unterwegs, ja, dann macht man sich das aus. Aber so auf einem ganz offiziellen Server, diese Fairness gleich von der ersten Runde weg, gerade in diesen Startszenen, ihr kennt das sicher, man hat immer Stress, wäre ich von hinten abgeschossen, kracht's hier, wird man abgedrängt, keineswegs. Das war das erste sehr positive Online-Erlebnis hier bei iRacing für mich und das hat sich auch so fortgesetzt über die letzten Wochen. Ja, so habe ich meine ersten Rennen abgeliefert und habe mich bemüht, mein Rating zu verbessern. Ihr seht hier oben auf der Homepage, das habe ich damals gleich zu Beginn aufgenommen, ihr startet bei einem Faktor von 2,5 und umso sauberer, fairer unterwegs seid, umso höher wird dieser Button. Der ist dann ganz später wichtig, wenn ihr diverse Lizenzen erwerben wollt. Da benötigt dann zum Beispiel ein Rating von 3,0, um in anderen Klassen unterwegs zu sein und so hangelt ihr euch dann nach oben. Und wie gesagt, ihr werdet belohnt für faire Rennen. Und genau das macht's aus, um auf der Strecke Spaß zu haben. Zum Thema Matchmaking, was mir noch aufgefallen ist bei meinen ersten Rennen, das lief tadellos ab. Ich fühlte mich nie jetzt mit irgendwelchen Zauberern auf der Piste konfrontiert, die schon tausende Runden herunter hatten. Es waren alles so Leute wie ich, die frisch eingestiegen sind, wahrscheinlich ähnliches Rating hatten und es waren faire, ausgeglichene Rennen, wo keiner einen anderen überrundet hat und jeder auf einem ähnlichen Niveau unterwegs war. Das war vorbildlich, also Matchmaking bei diesem Spiel, das funktionierte tadellos. Verglichen jetzt zu meinen anderen Racing Games, meinen Erfahrungen, die ich bis dato hatte, da würde ich euch jetzt empfehlen, einen kurzen Cut zu machen. Ich habe vor kurzem oder vor einigen Wochen so ein Review hochgeladen, da habe ich Project Cars 1, 2, Assetto Corsa und Race Room gegenübergestellt. Wenn ihr das ansehen wollt, dann macht hier kurz Pause. Ich hänge euch jetzt oben den Link rechts mit bei. Seht euch das an, wenn ihr Zeit habt. Das dauert eine halbe Stunde und ihr wisst, worauf ich mich jetzt beziehe, wenn ich die Vergleiche ziehe. Zum Thema Grafik, da würde ich jetzt iRacing als sehr zweckmäßig einordnen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht sonderlich gut und ich würde sagen, es platziert sich so im Bereich der Grafik von Race Room, Assetto Corsa in diesem Bereich. Das ist zweckmäßig gut. Das hat natürlich folgenden Grund, iRacing will für eine große Anzahl von Usern zur Verfügung stehen und ihr wisst das von den Hardware-Voraussetzungen. Je anspruchsvoller die Grafik ist, umso schwieriger ist das flächendeckend anzubieten und somit gibt sich der iRacing mit dem Nötigsten zufrieden und ihr könnt auch mit diversen Einsteiger-Setups hier gut und performancemäßig ordentlich unterwegs sein. In Sachen Performance und Virtual Reality kann ich euch berichten, das läuft bei mir, ich habe hier einen ja, mittlerweile in die Jahre gekommenen 3770K am Start, eine relativ aktuelle GTX 1080, das funktioniert hier, um stabil 90 Frames zu halten. Ich bin nur kurz ab und zu auf dieses über ASW runtergefallen auf 45 Frames, wenn ich nebenbei Videoszenen für euch aufgenommen habe, aber ansonsten 90 Frames mit maximalen Settings waren hierzu gar kein Problem. Zum Thema Sound, da würde ich auch sagen, zweckmäßig, ich würde den im Bereich von Assetto Corsa ansiedeln, durch die Bank relativ gut bei den Fahrzeugen, die ich getestet habe. An Race Room kommt es nicht heran, aber ich würde auch sagen, so wie die Grafik, zweckmäßig und einwandfrei, keine Klagen meinerseits. Ein wichtiges Thema für euch, das Force Feedback, natürlich ganz wichtig bei so einem Simulationsanspruch, den auch iRacing natürlich hat. Da muss ich fair sein und sagen, ich habe noch nicht die Spielstunden runter, um das mit meinem Favoriten Assetto Corsa zu vergleichen. Ich würde jetzt auf dem ersten Augenblick sagen, so ganz an die Differenzierte kommt es vielleicht nicht heran, aber es liegt so im Bereich von Race Room. Ich finde deutlich über Project Cars, also das fühlt sich wirklich nach Simulation an. Da war ich sehr positiv überrascht auf meinen ersten Testrunden. Nochmal fairerweise, ich habe noch nicht diese 200 oder 300 Stunden wie bei Assetto Corsa runter hier bei iRacing. Da wäre jetzt der direkte Vergleich etwas unfair. Ja, zum Thema Langzeitmotivation, da kann ich euch sagen, wenn ihr Online-Spiele sucht, die fair ablaufen, wenn ihr interessiert seid an diversen Statistiken, an der Vielfalt eines Spiels, euch online eben matchen wollt mit diversen Gegnern, wenn ihr Wert auf Matchmaking legt und hier nicht immer mit vollkommen überlegenen Gegnern an den Start sein zu wollen, dann wäre wohl wahrscheinlich iRacing wirklich die erste Wahl. Ich bin im Nachhinein froh, hier auf diverse Ratschläge von euch eingegangen zu sein und mir auch iRacing an die Brust zu nehmen. Und ich muss sagen,
Dahingehend macht iRacing natürlich sehr viel richtig. Wenn ich es jetzt mit meinen bisherigen Rennspielerfahrungen vergleichen möchte, dann kann ich euch sagen, ja, in Sachen Online, da gebe ich euch vollkommen recht. Da ist wohl iRacing die absolut erste Wahl. Jetzt werdet ihr mich fragen, ja, lohnt das dieses Abo-Modell? Wie sieht das denn aus? Mein Tipp jetzt irgendwie zum Abschluss, den ich euch geben möchte, wäre folgender. Schnappt euch zumindest so ein Ein-Monats-Abo. Dieses Ein-Monats-Abo, auch wenn nicht gerade sehr am Start ist, das lohnt auf jeden Fall. Ihr habt 30 Tage Zeit, um so ein Spiel zu testen. Und in den ersten zwei Wochen merkt ihr sofort, das ist was für mich. Ihr braucht auch zu Beginn gar nicht viel Content hinzukaufen. Ihr merkt sofort, ja, da fühle ich mich wohl, mir macht das Spaß, diese fairen Rennen, mich online matchen zu können. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und ihr könnt nach und nach dann entscheiden, ja, jetzt nehme ich noch ein 3-Monats-Package drauf oder gar ein Jahr. Oder ihr habt Geduld und wartet diverse Sales ab. Ich kann euch jetzt nicht sagen, in welchem Verlauf die immer wieder kommen. Es war Halloween so, um Weihnachten wahrscheinlich rum oder diese Oster- und Sommer-Sales. Sales gibt es eh schon immer und überall. Seid ihr etwas geduldig und schlagt im richtigen Moment zu, da könnt ihr viel Geld sparen. Zum Content, den ihr erweitern könnt, wenn ihr das wollt, der kostet relativ viel Geld. Da kommen immer diese Argumente, ja, der Content, der kostet so viel Geld wie beim anderen, das ganze Spiel. Ja, da gebe ich euch recht in gewisser Weise, aber seht das so wie ich. Ich mache es immer so, ich achte da immer auf meine Spielstunden und wie viel Euro ich dafür investiert habe. Und wenn ihr dieses Spiel, wenn ihr Blut geleckt habt und ihr einige Stunden runter habt, und diesen Content, den ihr kauft, mit euren Spielstunden entgegenrechnet, dann wird sich das schon relativ schnell relativieren. Sozusagen würde ich darauf achten, wie gefällt mir das? Seid am Anfang sparsam, achtet darauf, ist das für mich was? Hat das Ganze Langzeitmotivation? Und wenn ja, dann let's go. Ja, so viel zu meinem Fazit und iRacing. Ich bin froh, euren Tipp beherzigt zu haben und iRacing in die Vollen zu gehen und hier meine ersten Online-Erfahrungen mit iRacing zu sammeln. Das Spiel ist nicht ohne Grund hier jahrelang Spitzenreiter, wenn es um Online-Rennen geht. Das kann ich jetzt auch nach einigen Wochen auf jeden Fall bestätigen. Vielen Dank für eure Tipps, eure Motivation. Und ich bin froh, auch iRacing getestet zu haben und werde mir wieder in einem weiteren Sale mein 3-Monats-Abo verlängern und hier weiter für euch am Ball bleiben. Zeit für mich rauszugehen, liebe Community. Vielen Dank fürs Beisein bei unserem iRacing Beginner Tutorial. Ich bleibe für euch am Ball und berichte da sicher in den nächsten Monaten nochmal drüber, wie es mir über die Langzeiterfahrung damit gegangen ist. Ein kurzer Ausblick, bevor ich jetzt wirklich weg bin. Was erwartet euch in den nächsten Wochen? Ich habe euch versprochen, dieses 1000 Abonnenten Special. Lasst euch überraschen, was für euch zukommt. Ihr könnt auch ein bisschen was gewinnen, eine Kleinigkeit. Bleibt am Ball. Dann, was ich für euch geplant habe, ist das Assetto Corsa Competizione. Da möchte ich euch so ein kleines Review bereitstellen. Ihr habt dieses letzte von mir neu eingepflegte Feature, dieses Monatsupdate Q2 2018 war das super geratet mit über 100 Likes und kaum Dislikes. Ihr habt das super kommentiert und damit ist dieses neue Format für mich in unserem Kanal angekommen. Ihr votet und ich mache das dann so und werde das weiter verfolgen. Das heißt, so ein Monatsupdate gibt's von meiner Seite. Ihr habt das auf meinem Tisch erkannt. In dieses Monatsspecial möchte ich auch dieses Buch hier Ready Player One einbauen für Virtual Reality. Das hat eine gewisse Bedeutung. Da kommt auch einiges auf euch zu. Lasst euch da überraschen. Dann nächstes, was ich für euch geplant habe, ist, das wisst ihr von meinem Preview, McLaren GT3 wird hoffentlich bald bei mir am Schreibtisch landen. Hierzu warte ich noch immer auf meine Pimax 8K, die ich gebackt habe. Da freue ich mich besonders darauf und ich halte euch diesbezüglich am Laufenden. Abonniert, subscribed, vielen Dank für euer Beisein. Ich freue mich, hier mit an Bord zu haben und verbleibe mit besten Grüßen. Euer Ron.